Nach Hastings setzte ein Burgenbau ein. Mit den Normannen kamen Bretonen, Flamen und Nordfranzosen als neue Führungsschicht ins Land. Die einheimischen Angelsachsen gerieten in die Defensive. Sogar die Kirchenämter wurden mit Normannen besetzt. Immer wieder gab es Aufstände, auch am Kontinent. Die Verwaltung Englands war schon vor Wilhelm hochentwickelt. Nun wurde ein Verzeichnis der Besitzverhältnisse angelegt, das Domesday Book genannt wurde und eine hervorragende Quelle zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte ist. 1 bis 1,5 Millionen Angelsachsen standen etwa 25.000 Normannen gegenüber, von denen 250 alle führenden Positionen innehatten. 10 davon, meist Verwandte Wilhelms, besaßen die Hälfte des Landes, der König etwa ein Fünftel. Wilhelm beschloss am Lebensende, sein Herrschaftsgebiet zu teilen. Der erstgeborene Robert erhielt die Normandie und die südlich davon gelegene Grafschaft Maine. England fiel an seinen jüngeren Bruder Wilhelm II. Allerdings besaß die Oberschicht durchaus die beiden Gebieten Besitz, was zu Problemen führte. Nach dem Tod Wilhelms und Roberts war das Land wieder vereint unter König Heinrich I. Ihm gelang 1107 eine Einigung mit der Kirche in Bezug auf die Investitur. 1114 heiratete Heinrichs Tochter Mathilde Kaiser Heinrich V. 1120 starb der Kronprinz bei einem Schiffsunglück kinderlos. Schließlich sollte Mathilde, die nach dem Tod Heinrichs V. aus Deutschland zurückkehrte, unter Umgehung der legitimen außerehelichen Söhne König Heinrichs das Reich erben. 1128 heiratete Mathilde einen Grafen von Anjou, allerdings sollte sie, die immer noch als Kaiserin tituliert wurde, herrschen. Das führte zu Aufständen. Ein Gegenkönig wurde gewählt. Ein Bürgerkrieg folgte. Mathilde musste sich in die Normandie zurückziehen.